Wir haben da noch einige Funktionen, die zu besetzen sind. Der Sicherheitsbeauftragte zum Beispiel. Und wie sieht es überhaupt mit den Ersthelfern aus? Ich schlage vor, wir erfassen unsere ganzen Gefährdungen erst einmal der Reihe nach und entscheiden dann über die einzuleitenden Maßnahmen. Als Arbeitgeber sind Sie verantwortlich für den Arbeitsschutz. Eine Grundlage hierfür ist die Beurteilung der Gefährdungen in Ihrem Betrieb. Und machen eine Besichtigung. Gut. Meier Hofer, kommen Sie mit? Für die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung sind keine speziellen Methoden oder Vorgehensweisen vorgeschrieben. Gefährdungen können zum Beispiel durch systematische Betriebsbegehungen oder durch die Auswertungen von Unfall- bzw. Schadensereignissen erkannt werden. Wichtige Hilfestellungen leisten dabei die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte sowie ihre Berufsgenossenschaft. Also hier sollten wir zunächst einmal Messungen durchführen, aber ich denke, um eine wirksame Absaugung kommen wir nicht darum. Gute Idee. Kümmern Sie sich darum? Ich mache da gleich für nächste Woche einen Termin aus. Hier ist es auch wichtig, dass wir uns um die richtigen Hautschutzpräparate kümmern, denn hier wird ja mit Kühlschmierstoffen gearbeitet. Was fangen wir an? Hubarbeitsbühne. Also dann schreiben wir Betriebsanweisung. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung wird schriftlich festgehalten. Die Dokumentation ist eine wichtige Hilfe bei der Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen. Verantwortlich Meierhofer. Egal, ob nun in Ihrem Betrieb eine umfangreiche Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist oder ob nur einzelne Abweichungen neu beurteilt werden müssen. Nutzen Sie doch einfach das Beratungsangebot Ihrer Berufsgenossenschaft.